Mit einem festlichen Konzert ist am Abend der Kulturpalast in Dresden wiedereröffnet worden. Als das Haus 1969 erstmals als Kulturstätte in Betrieb ging, galt es als Vorzeigebau der DDR-Moderne. Seit 2008 steht es unter Denkmalschutz. In den vergangenen 5 Jahren war das Gebäude für rund 100 Millionen Euro aufwendig umgebaut worden. Rund 15 Millionen mehr als geplant. Dresden und sein Publikum feiern die Eröffnung des neu sanierten Kulturpalastes. Glanzstück des Hauses, der neue Konzertsaal der Dresdner Philharmonie. Mit rund 1800 Plätzen, kleiner als zuvor, hat er einen völlig neuen Klang, den die Dresdner Philharmoniker schon lange herbeigesehnt hatten. Einem warmen, weichen, dunklen, runden, erdigen Klang. Und genau diesen haben wir hier wiedergefunden, so wie wir es uns erträumt haben. Der einstige Musentempel fürs Volk war das Lieblingsprojekt des damaligen Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht. Er wollte ein Haus, in dem Unterhaltungsshows und ernste Musik gleichermaßen zu Hause sind. Der Kulturpalast, heute eine Architekturikone der DDR, Nachkriegsmoderne, wurde 5 Jahre lang umgebaut für rund 100 Millionen Euro. Neben der Philharmonie residieren dort auch die Stadtbibliothek und das Kabarett Herkuleskeule.